Hallo, moin, Nordfriesland. Ja, wie schnell ist so eine Woche immer um? Also eigentlich nur ein Fingerschnips. Ja, wie habt ihr denn das neue Studio gefunden? Ha? Könnt ihr mir gerne mal drunter schreiben. Diesmal ein bisschen in Gelb, ein bisschen freundlich und das andere war ja immer blau, aber dem einen gefällt es, dem anderen vielleicht nicht. Also ich fand das mal richtig toll und mal eine Abwechslung für euch. Ja, und heute denke ich mal, wird sich mein Videobearbeiter, mein Freund Sigi Wolf, ärgern über meine abstehenden Haare, weil das ist wohl immer sehr schwierig, mich dann ins Studio zu beamen. Aber da muss er nun mit fertig werden, weil ich hatte heute absolut keine Zeit mehr, meine Haare zu waschen und dann einfach den Reif rein und fertig bin ich. Und ich finde, auch damit sehe ich ganz hübsch aus, oder? So, was habe ich jetzt heute? Ich habe heute nochmal in Anlehnung auf das Video 43 über den Hindenburgdamm, habe ich noch eine große Seite gefunden, die anlässlich des 90. Geburtstages, also 90 Jahre Hindenburgdamm, im Nordfriesland Tageblatt war. Und das ist dann auch extra Hindenburgdamm. Und zwar Blick nach Sylt und der Bericht ist von Donnerstag, 1. Juni 2017. Ich möchte dazu sagen, das ist keine Werbung, das ist lediglich nur eine Erwähnung in diesem Zeitungsbericht über ein Buch, was auch über den Dammbau existiert, von der Margarete Boje. Und wie gesagt, es ist keine Werbung, sondern es ist einfach nur aus diesem Zeitungsbericht. Und zudem kommt noch, dass ich ja die Fotos immer abfotografiere und auch dann dazu schreibe, von wem die sind. In diesem Fall sind sie alle von der SHZ und das eine aus dem Sylter Archiv. Und ich denke mal, das Eröffnung und das Abspannfoto wird wieder von Ucke Boysen sein. Ja, ihr Lieben, ich möchte das jetzt mal beginnen mit einer dramatischen Überschrift, finde ich. Zuvor können wir allerdings auch noch mal dieses dramatische Bild einblenden. Ein Zug der Reichsbahn bei Sturmflut auf dem Damm. Und diese Postkarte wurde allerdings nachträglich dramatisch bearbeitet, steht da. Und das ist aus dem Sylter Archiv. Ja, und die Überschrift, finde ich, ist schon sehr zum Nachdenken. Und schade, dass wir nicht so richtig miteinander diskutieren können, weil das würde mich wirklich mal interessieren, weil hier steht Dammbau, Segen oder Fluch. In unserer Serie zum Jubiläum des Hindenburgdamms geht es heute um einen Sylter Roman zu einem zeitlosen Thema von Professor Dr. Thomas Steensen. Schon 3 Jahre nach der Eröffnung des Sylter Damms fand das Bauwerk auch Eingang in die Literatur. 1930 veröffentlichte die Schriftstellerin Margarete Boje, die blenden wir mal ein, die 1880 bis 1946 gelebt hat, in ihrem Roman Dammbau, ja, da fand er eben Erwähnung. Sie thematisiert darin die Zeitenwende, die der Hindenburgdamm der Insel brachte. Es ist ein Sylter-Roman. Er lohnt noch heute die Lektüre. Das Nordfriesik-Institut in Bredstedt gab ihn deshalb in seiner Reihe Nordfriesland im Roman, die im Husum Verlag erscheint, mit einem erläuternden, bebilderten Nachwort neu heraus. Die erste Auflage ist bereits vergriffen. In diesen Tagen erscheint die zweite. Da habe ich einmal den Buchumschlag von diesem Dammbauwerk. Aber es handelt hier nicht nur von dem Buch, sondern auch über Anstöße, wie man darüber denken könnte. Margarete Boje, Offizierstochter aus einer westpreußischen Familie, schildert relativ realitätsnah den Bau des damals als technisches Wunderwerk bestaunten Dammes zwischen dem Festland und der Insel.
unter der Regie des preußischen Wasserneubauamtes Dammbau Sylt waren viele hundert Arbeiter in Tag- und Nachtschichten beschäftigt. Wie es dabei zuging, wird lebendig beschrieben. Haben wir auch noch mal ein Bild, hatte ich aber auch in der Folge schon. Sylt ist keine Insel mehr, hieß es in der Lokalzeitung am Tag nach der am 1. Juni 1927 gefeierten Einweihung. Überall herrschte Jubel und Freude, sagte der Bürgermeister der Stadt Westerland. Doch in den ländlichen Gegenden Sylts sahen viele das ganz anders. Bauern machten sich Sorgen wegen einer zunehmenden Konkurrenz vom Festland. Andere wegen eines erhöhten Flutaufstaus. So mancher Inselfriese befürchtete nachteilige Wirkungen auf die jahrhundertalte friesische Sprache und Kultur. Offener Widerstand gegen den Dammbau regte sich kaum. Der Glaube an den Segen des Fortschritts setzte sich letztlich durch. So, das kann ich jetzt wieder nicht sprechen. Hogen gur seht, die skell ik wik. So sagte man auf Friesisch. Wer gut sitzt, sollte nicht rücken. Also, wem es einigermaßen gut geht, der sollte sich nicht leichtsinnig auf ungewisse Abenteuer einlassen. Vor allem in Morsum, den am weitesten östlich gelegenen Dorf, wo der Damm die Insel erreichte, sahen viele Menschen das kommende Neue mit Angst und Verunsicherung. Wer sich zustimmend zum Dammbau äußerte, wurde mit Verachtung gestraft. Dies erlebte vor allem der aus Hamburg stammende Morsumer Pastor Hans Johler. 1882 bis 1943 hat er gelebt. Er kümmerte sich als Seelsorger auch um die Dammbauarbeiter und versuchte, die Insulaner auf die unausweichlichen Veränderungen einzustimmen. Wir haben hier nochmal ein Bild auch von der Kirche in Morsum, blenden wir mal ein. Und das war die Kirche um 1920. Und ein fiktiver Morsumer Pastor spielt eine Hauptrolle im Roman Dammbau. Doch er erfuhr schroffe Ablehnung und musste sein Amt schließlich aufgeben. Im Roman erscheint er als der von der Insel stammende Pastor Peter Boy Eschels. Margarete Boje, die sich 1919 auf Sylt angesiedelt hatte, verfasste etwa 10 Romane, deren Themen sie aus der Kultur und der Geschichte der Insel Sylt schöpfte. Rückblickend schrieb sie, ich fing an, Kenntnisse über Sylt zu sammeln und mein Beginnen wurde aufs Schönste belohnt. Noch heute ist mir unverständlich, dass niemand vor mir diesen prachtvollen Stoff gefunden hatte. Mit dem Roman Dammbau, vielleicht ihrem wichtigsten, begab sie sich in ihre Gegenwart. Sie schildert den Kampf zwischen Alt und Neu, zwischen Beharren und Verändern aus eigenem Erleben. Der Damm dient ihr als Sinnbild für den technischen Fortschritt, den Sieg über Natur und Tradition. Darum besitzt ihr Roman raum- und zeitübergreifende Brisanz. Auf diese zentrale Problemstellung verwies bereits der Dichter Börjes Freiherr von Münchhausen, der 1874 bis 1945 gelebt hat. Im Mittelpunkt des Romans steht ein gewaltiges technisches Bauwerk, der Hindenburgdamm. Es handelt sich innerlich darum, ist ein solches technisches Riesenwerk, das die Lebensbedingungen einer ganzen Landschaft völlig verändert, ein Segen oder ein Fluch? Wer kann mir das beantworten? Können wir lange diskutieren. Der eigentliche Held des Buches ist Pastor Eschels aus Morsum und er steht genau zwischen diesen beiden Polen. Er glaubt, dass der Damm ein Fluch und Untergang sein wird für die friesische Kultur des Dorfes, ja der ganzen Insel. Aber er glaubt gleichzeitig doch an den Segen des Fortschritts, der Aufrüttelung
seiner Landsleute. Seit dem Dammbau hat sich Sylt einschneidend verändert. Die leichte Erreichbarkeit fördert den Tourismus enorm. Die vielen von der Eisenbahn hierher transportierten Autos bringen der Insel im Sommer manchmal einen Verkehrsinfarkt. Das ursprüngliche Landschaftsbild wurde beeinträchtigt. Die Grundstückspreise sind exorbitant hoch, dass so mancher Friese es sich heute nicht mehr leisten kann, auf der eigenen Insel zu leben. Insofern waren die im Roman geschilderten Befürchtungen durchaus keine Hirngespinste. Deshalb auch wehren sich die Föhrer und Amrumer einige Male gegen Dammbaupläne zu ihren Inseln und blickten dabei sorgenvoll nach Sylt. Der friesische Autor Georg Quedens von der Insel Amrum schrieb: Heute ist es müßig, darüber nachzugrübeln, ob Sylt ohne den Damm eine Insel im Sinne der Ruhe und der unzerstörten Natur geblieben wäre oder ob nicht das Militär und die Bau- und die Bodenspekulanten auch per Schiff nach Sylt gekommen wären. Margarete Boje problematisiert den Umgang mit dem Fortschritt. Diese Frage stellt sich allenthalben, auch heute, zum Beispiel im Hinblick auf die Sprache. Das ursprüngliche Friesisch, das vor 100 Jahren so gut wie jeder sprach, ist trotz aller Bemühungen auf Sylt an den Rand gedrängt worden. Weltweit kämpfen Minderheiten um den Erhalt ihrer Kultur. Die Sorben, die Bretonen und eben auch die Friesen. Wenn sie aber nur die Bewahrung des Gestrigen im Sinne haben, sind sie zum Scheitern verurteilt. Sie müssen ihr Anliegen mit einem Sinn erfüllen, der in die Zukunft trägt. An die Stelle von gemeinschaftlichen Sitten und Bräuchen ist die individualisierte Gemeinschaft getreten. Das Tradierte ist schon lange nicht mehr selbstverständlich. Heute geht es um eine bewusste Entscheidung, die jeder für sich selbst treffen muss. In der Art und Weise, wie er das tut, äußert sich seine unverwechselbare Identität. Von der Tochter des Morsumer Pastors gefragt, warum sie Dinge so und nicht anders tun, wusste die Inselbewohnerin Margarete Boyes Roman keine rechte Antwort. Das war immer so. Das haben wir immer so gehabt. Das aber reicht in der modernen Gesellschaft nicht. In ihrem Roman Dammbau ist es der Schriftstellerin gelungen, den Widerstreit zwischen Tradition und Moderne in eine literarische Form zu gießen. Deshalb ist ihr Buch von zeitloser Bedeutung. Ja, und ich finde, das sind viele Denkanstöße, wo ich auch mit meiner Verwandtschaft auf Sylt diskutiere oder auch innerhalb der Familie, weil Mutter ist ja auch eine Raffelhüschen von Sylt und beziehungsweise Großmutter. Und da stellt sich tatsächlich die Frage, wäre so ein Wandel vielleicht doch auch ohne Damm entstanden? Zwar nicht so schnell, aber würden dann nicht Ausflugsdampfer in rauen Mengen diese Insel ansteuern? Ich weiß es nicht. Also ich glaube schon, auch in der heutigen Zeit, wenn die Insel dann nicht so belebt wäre, dann wäre sie auch für die meisten noch, ein Ruhepol und ein Wert, dort zu investieren, sein Häuschen dort zu kaufen oder zu bauen. Ich habe hier noch ein Bild. Das ist ein Gutschein, Morsum Sylt, eine Mark. Und den blenden wir auch noch mal ein. Da steht dann auf Friesisch schon ein Spruch, den ich in diesem Fall wirklich nicht sprechen kann. Der dann aber so heißt, der ist aus dem Jahre 1912 und 1920, weil vor dem Bau des Dammes mussten im Winter manchmal Eisboote eingesetzt werden.
weil die ja eben den Damm noch nicht hatten und weil die ja auch irgendwas rüberbringen mussten, ganz schnell oder Post oder sonst was. Und das friesische Sprichwort, was auf diesem einen Markschein steht, das heißt in deutscher Übersetzung: Kannst du auf einem Bein nicht stehen, dann nimm zwei. Arbeit mit halber Kraft macht dich müde. Und links ist das Nordfriesenwappen mit dem Grütztopf zu sehen. Das seht ihr auch in ganz, ganz vielen Fahnen, die dort auf der Insel an den Friesenhäusern gehisst sind. Da sieht man immer das Wappen mit dem Grütztopf. Und ich glaube, der Spruch heißt Leverdüt as Slav, was so viel heißt, lieber tot als Sklave zu sein. Ja, ihr Lieben, das war nochmal in Anlehnung auf das Video über den Hindenburgdamm. Welches war das jetzt? Habe ich das schon wieder vergessen? Das war das Video, glaube ich, 43. Und deswegen finde ich auch, ja, 43, dass ich das jetzt so schnell nochmal hinterher machen musste, sonst ist das wieder so aus dem Gedächtnis raus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch meine neue rote Brille. Das ist ja mein Markenzeichen, diese runden Brillen, die ich ja auch in allen Farben habe. Und leider Gottes ist mir die lilane durchgebrochen. Und jetzt war ich los und habe mir in Rot und in Blau wieder gekauft. So, ihr Lieben, bleibt mir gewogen bis zum nächsten Sonntag. Diese Woche soll ja ein traumhaftes Wetter sein. Warten wir mal ab. Und ich wünsche euch noch schöne Sonnenstunden und hoffe, dass es euch gefallen hat. Und somit sage ich Moin Nordfriesland, tschüss, eure Kirsten.